Hallo und herzlich willkommen bei Red Gamble. Heute ist Wochenende und ich spiele gerade World of Tanks. Dann nehme ich euch mit auf 4 schöne Runden, hoffe ich. Und wir starten mit dem französischen BDR G1B. Danach würde der Typ 434 kommen. Danach würde Chinook kommen und danach der Cruiser. Wenn ich immer gewinnen werde. Wenn ich Glück habe, komme ich bis zum Typ T34. Also dann, viel Spaß. Okay, dann starten wir mit dem französischen. BR. Wie ist der? Ich habe den Namen vergessen. Mal nachschauen. Hier oben steht er. BDR G1B. Ein schwerer Panzer. Auch schwerer, oder? Meines wäre ein schwerer gewesen. Eins, zwei, drei. Ja. Das ist ein schwerer. Ein Schwergewicht. Wir fahren zu der Flagge. Hey. Oh, 230, der hat gesagt. Werbung, Halloween, Facebook, Wind. 30.10. Warte mal, kann ich da nicht die Treppen hochfahren? Wird anvisiert. Ah, von dieser Sau da. Bisschen doof von mir, das stimmt. Ich hätte da jetzt gerade nicht im Zielmodus sein müssen. Ich hätte da rausgehen müssen, damit ich sehe, wie der Turm sich dreht. Weil ich habe mich ja so umgedreht. Und der Turm sich andersrum und dann kommt natürlich nicht vorwärts. Komisch. Schau, was die anderen machen. Ey, ging's halt. Das werden wir noch. Das werden wir noch gewinnen. Okay, der ist auch weg. Das bin ich, der ist weg. Ja.
Schön, schön, schön. Wollen wir jetzt auch spannend gerade? Der Leichte gegen den Schweren. Aber wenn der Schwere trifft, ist der Leichte schon fast kaputt. Der ist schnell halt, der Kleine, ne? Das ist der 150, nur noch zweimal treffen, dann ist er weg. Der Leichte findet keine Angriffsfläche an den Großen. Weg ist er. Da unten, das wird wahrscheinlich der Gegner gewinnen, ja. Der ist auch so klein hier. Guck. Wenn der ganz nah an den anderen steht, trifft er den gar nicht. Nein, daneben geschossen. So, jetzt trifft er ihn nicht mehr. Wegen Ram, nicht wegen Treffen. Und, aber gewinnen wir trotzdem. Ja, wieder. Wir müssen ja vorne fahren, wir nach hinten fahren. So triffst du ihn nicht. Fahr nach vorne, fahr nach hinten. Genau. Jetzt zurückfahren. Nicht drehen, zurückfahren. Er hat nur noch 11 Leben, 12 Leben. Brauchst du nur kaputt rammen. Ah, nein! Verlieren! Ach nee. Ah, 15 Schaden. Hat er nur noch? Ah, super. Kaputt gerammt. Supi, supi, supi. Gut, was war jetzt mit dem französischen Panzer? Den schweren? Gleich geht's weiter zum nächsten Panzer. Da würden wir noch schauen, welcher das ist. Das war der Typ 34. Der chinesische Panzer. Oh, war ich schlecht. 1, 2. Fünftschlechteste Spieler. Oh ja, muss ja auch mal fallen. Also let's go. Nächste Runde. Viel Spaß. Okay, wir spielen mit dem Typ T34, wie ihr gerade gesehen habt und wie ihr jetzt auch wieder seht. In der zweiten Runde ein mittelschwerer Panzer oder mittlerer Panzer. Bisschen nur leicht mittelschwer. Und ups, falsche Knöpfe. Gleich bitte schwer und die Hunter gibt es. Hobbitzen gibt es hier leider nicht mehr. Damals gab es noch die Hobbitzen hier drin. Die haben sie rausgenommen. Warum, weiß ich nicht. Hat aber auch Spaß gemacht. Aus Versehen auf den Mausknopf gekommen. Ah ja.
Ach, jetzt hat er meine Kette getroffen. Nur die Kette getroffen. Böse erwischt. Noch so eine und die sind fertig. Ja, das stimmt. Noch so eine und die sind fertig. Wollen wir stark hoffen. Ah, der ist verschwunden. Ich alleine gegen den Rest. Nein, ach nee, jetzt habe ich daneben geschossen. Jetzt ist er wieder da. Den Krat haut er ab und jetzt ist er wieder da. So, der ist weg. Was sollte ich da machen? Ne? Ich alleine. Gut, dann würde ich mal sagen, geht's noch in der dritten Runde weiter. Wir wollen mal noch schauen, wie gut ich abgeschnitten habe. Es kommt schneller, schneller. Ich hab doch keine Zeit. Ich war der Drittbeste. Ne, warte mal, die beiden sind besser. Der ist auch noch besser als ich. Die drei sind besser. Und er ist besser. Also ich bin der Fünftbeste. Let's go, dann geht's weiter in der nächsten Runde. Es geht weiter. Runde 3. Das Schöne ist ja, die Runden gehen hier immer ziemlich schnell. Können aber auch manchmal lange dauern. Ich habe ja auch schon mal so eine Runde gehabt. Also ich habe mitgespielt, bin dann gestorben. Dann waren noch zwei Panzer da. Beide mit ganz bisschen Leben. Und die haben sich immer wieder versteckt. Die Runde, glaube ich, 5 Minuten mal das gedauert. Boah, er mich aber auch.
Wer anvisiert? Bestimmt von den Schwärmpanzer. Los, eine hier. Kommt, helft mir. Jawoll. Supi. Aber es soll noch bis Ende überlebt. Bis Ende, bis zum Ende. Überlebt. Das war der nächste Sieg für heute. Also in dieser Runde waren es jetzt schon zwei Siege und eine Niederlage. Ich würde sagen, es wird jetzt eine Niederlage, weil ich habe ja immer so ein 50-50 Verhältnis mit dem Spiel. Ich gewinne, ich verliere, ich gewinne, ich verliere. Manchmal gewinne ich, gewinne ich, gewinne ich und dann verliere ich, verliere ich, verliere ich. Aber es ist so ungefähr bei 50% bei mir. Herausfinden. Also, er ist besser. Er ist besser. Er ist besser. Ich war der viertbeste dann. Ja, let's go. Nächste Runde. Die nächste Runde mit den Chinu ist jetzt dran. Oh, ich kann da noch ein Ding jetzt aktivieren. Machen wir auch gleich. Chinu war ein leichter Panzer, meine ich. Ne, ein Mittelschwerer. Yippie, durch Wasser fahren. So. Ist einer, da unten ist einer. Zack, schießt er den einmal an, damit er weiß, hey, du bist beschossen. Das ist ja cool. Dann können wir die ganze Zeit hier so schießen. Schnell nachladen. Hey. So. Ist er direkt. Nee, er stellt sich anders hin. So kann er mich treffen. So kann er nicht mehr wegfahren. Er ging nicht durch. Er kann doch noch wegfahren. Alles. Nur die Kette. Nein, ich habe so lange gewartet. Dann ging den Fels gegen ihn geschossen.
ist weg. Schneller, schneller, schneller. Fast zur Flagge hin. Ist ein Hunter. Okay, und der Hunter hat keinen Trägerturm, das ist ein Hetzer. Wir haben sie. Er ist gleich down. Abhaller Mist. Jawohl, noch ein Schuss, dann ist er down. Ich glaube, ich gewinne. Ich bin der letzte Überlebende. Okay. Siegesfreude. Yeah. Schauen wir mal, habe ich die 1 gekriegt oder nicht? Ich glaube, ich habe nur eine 2 bekommen. Und? 2. Sag ich ja. 2. Ich habe auch schon mal eine 1 bekommen, aber ganz, ganz selten. Meistens war ich auch als bester Spieler, habe ich eine 2 bekommen. Aber jetzt bin ich gleich der 2-Beste. Jetzt wäre ich sogar für mich. Der war besser und die beim Anbieter, der 4-Beste. Aber trotzdem gewonnen. Ich habe 4 Abschüsse, richtig gut. Die meisten Abschüsse, deswegen habe ich wahrscheinlich auch nur die 2 gekriegt, weil ich weniger Schaden gemacht habe, aber mehr Abschüsse. Das hat, glaube ich, alles hier zusammen was zu sagen gemacht mit Abschuss und Schaden. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr allerdings selber seid. Bis dann, wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.